herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas Day und auch dem letzten. Heute ist der 24. Wir haben heute einfach Weihnachten, Leute. Wie schnell ist bisher Vlogmas vorbeigegangen? Ich habe gefühlt 3 Videos gefilmt und das war schon vorbei. Ich habe mir gerade meinen Tee gemacht und habe ihn auch schon so gut wie ausgetrunken und habe mich ein bisschen ready gemacht. Ein bisschen mein Gesicht gewaschen, eingecremt, denn wir gehen gleich alle zusammen in die Kirche. Und ich dachte, ich mache mit euch noch mein letztes Türchen auf. Und ja, dachte ich mir, wenn wir gleich fahren, kann ich das direkt mitnehmen und wegschmeißen. Deswegen, ja. Und im 24. Türchen haben wir ein Cleansing Foaming Face Wash. Mit Calendula. Keine Ahnung, was Calendula jetzt sein soll. Zumindest ist das auch so ein deutsches Wort. Ja, mit Calendula. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ja, benutzt man mit lauwarmem Wasser. Ich bin sehr gespannt. Kommt in meine Sammlung, wo die anderen Wörter sind. Meine Schublade ist jetzt voll. Ich muss ehrlich sein, ich habe noch gar nichts davon ausprobiert, aber muss ich die Tage auf jeden Fall mal machen. Und Leute, irgendwie weiß ich nicht. Meine Nägel, ich muss die ein bisschen feilen. Irgendwas ist da, was mir nicht so gefällt. Ich glaube, das Rosane. Und ich weiß nicht, die machen immer so ganz komisches, so Gel. Oh, wollte ich jetzt nicht den Mittelfinger zeigen. Dieses Gel, dieses Acryl, diese Farbe. Das sieht mit meiner Hautfarbe. Ich war auch lange nicht mehr im Solarium. Sieht einfach überhaupt nicht schön aus. Ich weiß nicht. Ich muss mal gleich gucken, wenn wir zurückkommen. Und ich muss euch sagen, bei manchen Türchen war das echt ein Fail. Hätte es nicht sein müssen. Aber für den Preis, den ich ihn bekommen habe, war es völlig in Ordnung. Vor allem, wenn man überlegt, wie teuer die Käseprodukte sind. War es ganz okay. Und ja, ich melde mich dann, wenn wir wieder da sind. Ich habe das Geschenk für unsere Eltern ready gemacht. Ich habe hier alles reingetan, muss noch so einen Zettel dran machen oder ich lasse das auch so. Weil wir sind heute nicht so viele und Sarah und ich verteilen sowieso die Geschenke. Hier habe ich Sarahs Geschenk verpackt. Das finde ich eigentlich ist richtig cute geworden. Die zwei, ich war richtig verzweifelt, wie ich die einpacken soll. Deswegen sieht das jetzt so aus. Dann habe ich hier noch so eine Karte geschrieben. Ich habe hier noch einen Kaya-Gutschein geholt. Und ich bin am überlegen, ob ich die Dinger zu beschriften benutzen werde. Oder einfach solche Aufkleber. Und ich habe gerade gesehen, ich habe noch solche Sterne. Ich weiß nicht, ob ich die noch dran machen soll. Aber eigentlich habe ich überall schon so eine Schleife gemacht. Es wäre vielleicht sinnvoll bei diesen gewesen, ohne halt dieses Ding drum, also die Bänder. Aber da ich das jetzt schon gemacht habe. Ja, und die Karte ist eigentlich auch richtig süß. Ich habe hier noch eine für Toni. Und zwar diese hier. Die ist auch richtig süß. Die muss ich gleich auch noch beschriften. Und seine Geschenke muss ich auch noch einpacken. Und übrigens habe ich gerade meine Nägel ein bisschen gefeilt. Ich hasse es, dass diese Nägel in diesem Licht so, die sehen so gelb aus. Versteht ihr? So als ob ich schon, oh nee. Ich gucke ja gerade Harry Potter, das gibt mir so richtig Voldemort-Vibes. Ja, vielleicht tue ich da noch ein bisschen Nagellack drauf. Auf jeden Fall, muss ich noch Tonis Geschenke einpacken. Und ich habe ja mir das Redken-Shampoo geholt. Und ich weiß nicht, ob ich mir das so auch einpacken soll, dann mir unter das Zahnbaum stellen soll, oder ob ich es einfach dann so, jetzt benutzen werde. Ich habe die Hoffnung, dass ich den Conditioner zu Weihnachten noch bekomme, sonst hole ich mir den, bestelle ich halt später abends oder morgen. Aber ja, ich glaube, dieses Jahr werde ich auch meine Geschenke einpacken und beschenke mich einfach selber. Habe ich sonst noch nie gemacht, auch wenn da so Kleinigkeiten sind, aber trotzdem, also wäre ja jetzt nur das Shampoo von Redken und der Primer von NYX. Und Leute, ihr wisst nicht, was gestern passiert ist. Ich hatte gestern meinen Regenschirm mit. Und frag mich nicht, mein Regenschirm hat nicht so ein,
so ein Band, wo man so das um Handgelenk machen kann oder so. Ich muss den ganzen festhalten. Irgendwann bin ich aus Versehen auf diesen Kopf gekommen und bam, ist das hier gegengeschossen. Leute, das tut so unnormal weh. Ich kriege hier bestimmt richtig fetten blauen Fleck. Ich dachte schon, Alter, habe ich mein Kinn gebrochen? Ich schwöre, das tut so weh. Gerade wo ich das so gemacht habe, ist mir eingefallen. Deswegen wollte ich euch das noch erzählen. Und ich tue gleich noch eine Haarmaske in meine Haare, weil die haben es auch bitter nötig, mal gewaschen zu werden. Und gehe dann auch duschen. Und ich nehme euch noch mit, wie ich mich ready mache. Ich weiß nicht, ob ich dann noch in der Küche was helfen soll oder ob alles soweit ready ist. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Weihnachten. Ihr verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Ich habe mich jetzt auch umentschieden. Ich habe die Bänder hier oben einfach abgeschnitten, die Schleifen, und habe das dran gemacht. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. Ist jetzt nicht perfekt verpackt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch Tesa dran gemacht, damit das nicht runterfällt. Und eigentlich liebe ich es, Geschenke zu verpacken. Aber bei solchen kleinen ist es auch schwierig, dass sie gut aussehen. Sage ich euch, wie es ist. Aber ja, ich lasse das so und ich glaube, das sieht auch viel süß aus. Christmas carols down the street, snowflakes on the graceful trees, underneath the mistletoe, my teardrops melt the snow. Baby, won't you please come home? So, Friends, ich habe mich jetzt ready gemacht. Ich habe einfach so eine Strumpfhose an, Hosenrock von Zara, Pulli von H&M, roten Lippenstift, nichts Besonderes. Unsere Großeltern kommen nur. Und ja, meine Herzohrringe von Shein, Kette aus Thailand, Ringe, Eyecrush. Und ja, ich wollte euch nur zeigen, kurz, was ich anhabe. Und die Geschenke von Toni verpacke ich nach dem Essen, weil ich keine Zeit habe und ich muss jetzt den Tisch decken. Christmas Car. Freunde, wir haben gerade gegessen und uns die Geschenke gegeben. Are you happy? Aber wir machen dazu ein einzelnes Video, wo wir unsere Geschenke zeigen. Weil wir haben auch noch nicht jeden von der Familie gesehen, aber wir sind sehr glücklich. Bekommen wir den anderen wahrscheinlich ihr Geld. Was? Ja, ich glaube auch. Aber genau, die sehen wir erst am zweiten Weihnachtstag. Und was machen wir eigentlich morgen? weil ich bin erstmal essen bei Doli. Mit seiner Fam. Aber danach können wir was machen. So. Christmas carols down the street, snowflakes on the graceful trees, underneath the mistletoe, my teardrops melt the snow. Baby, won't you? Friends, ich habe jetzt Tonis Geschenke eingepackt, die sind da drin und in der Tüte da. Ich habe mich eben umgezogen, habe einfach ein schwarzes Kleid und blauen Blazer an und meine Stiefel, aber die ziehe ich ja bei denen sowieso aus. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten, schönen Heiligabend. Mein Gott, das war der letzte Vlog. Ich hoffe, Vlogmas hat euch gefallen, auch wenn es manchmal ein bisschen langweilig war. Und manchmal habe ich auch nicht so viel gezeigt oder manchmal auch das gleiche erzählt, Uni, Arbeit und so. Für nächstes Jahr würde ich mir auf jeden Fall ein Konzept überlegen, dass ich auch dazwischen normale Videos poste. Dieses Jahr habe ich das ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, es wird einfach, ich dachte, es wird spannender. Ich dachte, komm, so langweilig kann es gar nicht sein. Ich freue mich trotzdem, dass manche eingeschaltet haben, dass es euch gefallen hat. Und ja,
Ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich weiß noch nicht, was für ein Video sein wird. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal so eine Woche ungefähr Pause. Also das Video kommt am 26. online. Ich denke, dass ein neues Video erst im neuen Jahr kommt. Deswegen wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. So krass, einfach Silvester. Was macht ihr an Silvester? Oder was habt ihr an Silvester gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bye!